Hallo Freunde, hier ist wieder euer Hans, heute mit einem weiteren Sonntagsvideo und in diesem Sonntagsvideo werde ich euch ein paar neue Funktionen vorstellen, die derzeit im Review-Programm unterwegs sind. Zum einen gibt es nun die Möglichkeit, auf 120 Hertz einzustellen. Das bedeutet, solltet ihr einen Monitor oder TV haben, der 120 Hertz beherrscht, dann könnt ihr dies einstellen. Das funktioniert allerdings nur auf der Xbox One S und auf der Xbox One X. Des Weiteren ist das nur möglich bei 1080p Auflösung oder 1440p. Für 4K ist das nicht möglich. Ich kann euch das jetzt hier leider nicht zeigen, da ich derzeit kein Ausgabegerät habe, was 120 Hertz wiedergeben kann. Vielleicht lässt sich da später mal noch was arrangieren. Dann werde ich dazu natürlich ein separates Video machen. Aber heute geht es nur um die Neuerungen, die derzeit im Preview sind. Des Weiteren gibt es eine neue Einstellung in den Datenschutzeinstellungen. Hier könnt ihr nun bestimmen, ob ihr möchtet, dass zum Beispiel Apps, die nicht richtig gestartet sind oder Programme, wo die gecrashed sind, also Games, die ihr gespielt habt, die gecrashed sind, da könnt ihr demnächst dann bestimmen, ob ihr dazu Daten an Microsoft oder den Spieleentwickler übermitteln möchtet. Das Ganze findet ihr in den Datenschutzeinstellungen. Ich gehe da mal gerade hin. Hier bei mir in den Datenschutzeinstellungen unter Details anzeigen findet ihr das hier unter Datensammlung. In Preview derzeit sind natürlich noch Schreibfehler ganz klar erkennbar. Das ist dann hier die rechte Seite. Da steht dann, du kannst halt deine Daten von der Performance des Spiels oder der App halt übermitteln. Wenn du das zulassen möchtest, kannst du das dann dementsprechend ein- oder ausschalten. Das wird natürlich dann ebenfalls angepasst sein und natürlich werdet ihr dann hier auch keine Schreibfehler mehr haben. Da kann ich dann nur jedem empfehlen, das sollte man sich wohl überlegen, ob man da den Zugriff erlauben möchte oder nicht. Kommen wir nun zu einer weiteren spannenden neuen Funktion. Ihr könnt, wenn ihr den Spieleclips teilen möchtet oder diese hochladen möchtet, könnt ihr diese nun ab sofort direkt im Guide schneiden. Wie das funktioniert, zeige ich euch. Und zwar geht ihr auf den Guide, wechselt dann rüber auf Übertragung und Aufzeichnung. Hier geht ihr dann auf zuletzt verwendete Aufzeichnungen, wo natürlich all eure Spieleclips liegen. Sobald diese geladen sind, wählt ihr hier einfach einen Spieleclip von aus. Und wenn dieser dann geöffnet ist und ihr seht, der geht jetzt 40 Sekunden. Ich sage ja, hochladen möchte ich den, aber ich möchte den hier gerne jetzt beschneiden. Dann klickt ihr auf Schneiden und dann wechselt ihr nicht mehr automatisch in dieses, ja, ich sag jetzt mal, Upload Studio, sondern ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, nachdem der Spieleclip kurz gerendert wurde, direkt über den Guide den Spieleclip anzupassen. Ich lasse das jetzt mal hier ganz kurz fertig rendern, die 40 Sekunden, und dann seht ihr schon, wir können jetzt mit Hilfe des linken Sticks den Anfang bestimmen, das heißt, ab wo er den Anfang machen soll, und mit dem rechten Stick können wir das Ende bestimmen. Nachdem das passiert ist, drücken wir einfach Speichern und dann wird hier beim Speichern wird eine Kopie des Clips erstellt. Danach wird er geschlossen. Wir sagen Speichern und Schließen. Jetzt wird er ganz kurz im Hintergrund gerendert und dann ist unser gekürzter Spieleclip auch schon fertig. Kommen wir nun zu der Verknüpfung mit Discord. Wenn ihr ein Discord-Profil nutzt oder sogar einen eigenen Server habt, habt ihr natürlich ein eigenes Profil von Discord. Das könnt ihr nun mit eurer Xbox verknüpfen. Was das genau bedeutet, zeige ich euch, nachdem ich mein Profil verknüpft habe, wie das dann aussieht und wie es vor allem in Discord verwendet wird. Das zeige ich euch im Anschluss. Aber zuerst zeige ich euch einmal, wie ihr euer Discord-Profil mit der Xbox verknüpfen könnt. Ich habe jetzt für diese Anleitung einmal die Kamera entfernt, weil ich sonst genau davor sitzen würde. Nun geht ihr in den Kontoeinstellungen auf verknüpfte soziale Konten. Hier seht ihr nun alle Konten, die ihr verknüpfen könnt. Facebook nutze ich nicht, deswegen ist es nicht verknüpft. Twitter nutze ich natürlich, Link dazu in der Videobeschreibung und hier den Discord-Bereich. Nun gehen wir hier auf Verknüpfen. Dieser Übersicht wird nun gesagt, dass wir hier unser Discord verknüpfen können. Nun gehen wir hier auf Link Account. Um euch diesen Schritt hier noch besser zeigen zu können, habe ich auch mein Smartphone mit aufgezeichnet, um euch diesen Schritt jetzt besser zeigen zu können. Also, wir sehen jetzt hier unter dem Schriftzug Discord einen sechsstelligen Code. Dieser ist jetzt ca. 13 Minuten noch aktiv und dann wird dieser natürlich erlöschen. Das bedeutet, wir machen nun den ersten Schritt. Wir haben unser Discord mit unserem Profil auf dem Smartphone. In meinem Fall ist es jetzt ein iPhone. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Android-Geräten aussieht. Da kann ich euch leider nicht sagen, wie diese Vorgehensweise wird wahrscheinlich gleich sein. Aber ob es schon funktioniert, kann ich euch leider nicht sagen. Ich starte nun Discord auf meinem Smartphone. Nun bin ich in der Übersicht meine Channels.
Nun kann ich von links nach rechts rüberwischen, dann sehe ich den Status von meinem Server, den ihr übrigens auch joinen könnt, der ist unten in der Übersicht verlinkt. Hier kann ich nun auf das Zahnrädchen am rechten unteren Rand klicken und dann öffnet sich mein eigenes Profil. Und dann seht ihr schon, das dritte von oben ist Verbindungen. Hier klicke ich drauf und dann seht ihr all meine Verbindungen, die ich derzeit auf meinem Smartphone habe. Nun kann ich oben rechts auf Hinzufügen klicken und kann oben als allererstes Xbox Live auswählen. Nun wird es spannend, weil jetzt muss ich hier natürlich diesen sechsstelligen Code eingeben, der da lautet Gustav, Paula, Paula, Nordpol, Paula und Konrad. Das war's schon und nun wird automatisch der Discord, sprich euer Profil, mit eurem Xbox-Account, das seht ihr jetzt hier unten, in meinem Fall HPNS, also Hans, verbunden. Nun kann ich noch sagen, in meinem Profil anzeigen und zeige Xbox Live als deinen Status. Kann ich ebenfalls noch einstellen. So, das war es eigentlich schon am Smartphone. Nun können wir hier auf der Xbox auf Fertig klicken und nun seht ihr, dass hier Verknüpfung aufheben steht. Das heißt, wir sind nun verknüpft. Ich habe euch jetzt mal Discord mit in die Aufnahme hier reingepackt und zwar, das ist die Discord-App vom PC. Hier könnt ihr wunderbar sehen, das ist jetzt der Eingangsbereich von meinem Server, sprich der Hans Community. Link dazu unten in der Videobeschreibung, wenn ihr da joinen wollt. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen. Des Weiteren seht ihr jetzt hier, und zwar dem Olli habe ich mal gebeten, Ark auf der Xbox zu starten. Das hat er natürlich gemacht. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann seht ihr natürlich hier, dass der Olli gerade Ark Survival Evolved seit 45 Minuten auf der Xbox spielt. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn ihr quasi ein Spiel spielt und eure Freunde sich euer Profil über den Discord anschauen, dann sehen sie quasi, dass ihr Ark spielt in seinem Fall jetzt. Ihr könnt dann natürlich auch noch über das Profil gehen und dann seht ihr das dann ebenfalls nochmal so angezeigt. So, das soll es auch schon gewesen sein mit den Neuerungen, die derzeit im Preview sind. So seid ihr wieder im Bilde. Ich habe euch die neuen Sachen gezeigt. Hoffe, das ein oder andere hat euch mit Sicherheit gefallen. Und natürlich die Discord-Verknüpfung werde ich dann wahrscheinlich nochmal überprüfen, wenn sie denn für alle da ist und da nochmal vielleicht ein separates Video machen mit einer Kurzanleitung dazu, wie das Ganze dann genau nochmal funktioniert. Vielleicht hat sich auch nichts geändert und ihr könnt jetzt mit dieser Anleitung auch schon arbeiten. Ansonsten, ja, bleibt mir nur noch wieder eins zu sagen. Folgt mir bei Twitter, folgt mir bei Twitch, kommt auf unseren Discord-Server. Ihr habt ja jetzt nun gesehen, wie das Ganze aussieht. Discord kann ich eigentlich auch jedem empfehlen. Es ist nicht nur ein reiner Chat, sondern ihr habt dort auch die Möglichkeit, Sprachräume zu betreten, wenn diese vorhanden sind und ihr die nötigen Rechte dafür habt. Dann habt ihr da auch die Möglichkeit, direkt mit Leuten zu kommunizieren. Das Ganze natürlich über Smartphone, Tablet, PC, Linux, Mac, das funktioniert nahezu auf jeder Plattform. Also hier gibt es auch keine Ausrede, das einfach nicht zu haben. Ich hoffe natürlich, dass dir diese ganzen Infos wieder weitergeholfen haben. Wenn dem so ist, lass mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, damit du kein neues Video hier auf meinem Kanal verpasst. Solltest du nun noch irgendwelche Fragen haben, dann wie immer ab damit in die Kommentare. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Morgen Abend oder eine gute Nacht, wann auch immer du das Video gesehen haben solltest. Und mir bleibt nur noch eins zu sagen. Ich danke fürs Zuschauen. Euer Hans ist raus. Cheers.